Moin moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und zwar mit einem neuen Spiel Little Nightmares. Ist sogar die Complete Edition für die Switch rausgekommen. Ist ein unterhaltsames kleines Spiel, was ich eigentlich schon damals mal auf dem PC bzw. auf PlayStation spielen wollte, nie zu gekommen bin und deswegen starten wir es hier. Wir gehen einfach mal direkt rein. So viel wir gar nicht über das Spiel erzählen, könnt ihr auch in der Beschreibung nachlesen. Los geht's. Schieberegler anpassen, bis das Auge kaum zu erkennen ist. Jetzt kann ich noch sehen. Ja. Auf dem Bildschirm, wir lassen das mal so. So, mal. So. Little Nightmares greift regelmäßig auf Daten zu. Schalte bitte nicht die Konsole aus, wenn dieses Symbol zu sehen ist. Okay. Gut. Fangen wir direkt an. Neues Spiel. Was für Einstellungen beachten? So, nö. Gut. Los geht's. Beginne Six-Geschichte oder beginne Kids-Geschichte? Wir fangen mal mit der Six-Geschichte an. Los geht's. Okay, die Ladezeiten sind schon sehr lang gerade. Das, was bei mir Ladezeiten über 10, 15 Sekunden ist, finde ich jetzt lang. Okay. Ah, okay, kann schon los, geht schon los. Erinnert mich so ein bisschen an den kleinen Jungen von S, von der Neuverfilmung, ne? Der Kleine, der gefressen wird am Anfang. Okay, also springen. Feuer anmachen. Na gut, vielleicht gibt es ja ein Tutorial, wenn man läuft. Schauen wir mal nach. Okay, hier komme ich. Kann ich mal hingehen? Ah, ich kann auch nach vorne laufen, ne? Genau. Mal hier links. Kann ich da hochklettern? Mach die Kette aus. Nee, anscheinend nicht. Umgehen. Oh, sehr nette Lichteffekte. Angemacht. Grafisch sieht das Ganze ist wirklich sehr cool aus eigentlich, muss ich sagen. Einiges her. Und auch die Musik im Hintergrund stört nicht allzu sehr. Wie geht's? Okay, aber ist doch gut, dass man so ein Feuerzeug hat. Hält ja anscheinend ewig. Ein bisschen düster so, ne? Düsteres kleines Rollenspiel, wollte ich gerade sagen. Jump'n'Run, Adventure. Sehr gut gemacht. Mit der Kamera und alles. Noch eine Lampe, glaube ich. Anmachen? Nee, das ist eine Figur. Ah, die kann ich mitnehmen. Oh, warte. Nehmen wir auf. Was kann ich denn mit der Figur machen? Ja, mitnehmen.
Ja, hier ist eine kleine Couch. Wohnt anscheinend jemand. Oder auch nicht. Da ging doch gerade jemand längs, sonst wäre das Licht nicht weg. Okay, da komme ich anscheinend nicht rein. Topf kann ich auch nicht mitnehmen. Den Eimer vielleicht hier? Ja, gar nichts. Hier finde ich gerade nichts. Hier kann man laufen. Noch höher springen? Und nicht. Ah, guck mal, man muss sich festhalten. Okay, ist, das wusste ich ja nicht. Das ist ja auch kein richtiges Tutorial dabei gewesen. Oh, da hängt jemand. Den geht es nicht mehr so gut, würde ich sagen. Den Stuhl müssen wir gleich mitnehmen, um vielleicht hier die Tür aufzumachen. Kann das sein? Ja, komm ran da. Mach ihn da. Weiter komme ich nicht ran. Okay, dann muss ich die Innenstuhl ja nochmal drehen. Dann vielleicht in diese Richtung. Huch. Ist das cool gemacht, muss ich sagen. Oh. Sieht aus wie so ein bisschen Blut. Ah, da wurde wohl jemand weggezogen. Oder was ist da passiert? Gehen wir hier weiter. Gut, wir müssen den Kühlschrank vielleicht mal aufmachen. Warte mal. Ah, okay. Hier oben geht's weiter. Na, auch gut zu wissen. Wow. Irgend so ein Viech da hinten, habt ihr das gesehen, was runtergefallen ist? Ich weiß nicht, was es war, aber... Da kann man nicht drehen, okay. Man kann vielleicht dran drehen, das kann man anscheinend nicht. Da hängt noch so ein Viech da oben. Aufpassen. Oh, kommt hinter mir her, okay. Oh, das sind ganz viele. Wir müssen ein bisschen laufen. Na. Okay. Können wir links gehen? Noch irgendwie hochklettern können. Hätte ich jetzt gedacht. Ist jetzt zu. Oder vielleicht? Auch nicht. Ah, okay. Hier, ich muss erstmal raufkommen. Auch sowas machen kann. Da läuft irgend so ein kleiner Mechel. Oh nein! Bin ich tot? Noch bin ich nicht tot, aber ich bin voll mit diesem Schleim. Oh, hier sind ganz viele von den Viechern. Nein! Oh! Wie fies war das denn? Konnte ich ja gar nichts machen. Konnte ich auch gar nichts machen, oder?
Ja, durch Zufall war es, ich wüsste, dass diese Holzleiste morsch ist und man da reinfallen kann. Jetzt wundert euch bestimmt, warum hat er denn nicht dieses Blut-Intro raufgetan, was auf Horrorspiele lenkt. Weil das Ganze ja gar kein richtiges Horrorspiel ist. Also es ist zwar gruselig so, aber ich finde das jetzt nicht, dass es sowas wie Outlast. Outlast ist schon so sehr, sehr blutig und so, und das hier, finde ich, geht noch. Muss nicht unbedingt so. Okay, bleib hier unten, fange ich gleich an. Okay, da geht's raus. Super. Schleim habe ich immer noch an den Füßen. Werde ich vielleicht ein bisschen los, den Schleim weiß ich nicht. Ah! Ah. Blöde Mann. Der Viech da. Ah. Das ist ganz gut gemacht mit den Schatten und so, ne? Sieht echt ganz lässig aus. Keine Ahnung, was für eine Framerate das Spiel läuft. Weiß ich wirklich nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, es ist 30 hat es auf jeden Fall. Flüssig. Hier oben sieht es sogar aus, ob es schon mehr hat. Ja, weiß man nicht. Oder war das eine Tür? Sieht aber nichts, okay. Wo müssen wir ein Feuerzeug haben? Nochmal weiß man nicht, worum das Spiel überhaupt geht, ne? Was soll man machen, was soll man erreichen? Wieso läuft man hier so wahllos durch die Gegend? Man weiß es nicht. Oh, guck mal, ich mach uns ein bisschen Licht hier. Ah, okay. Muss schnell sein, wir müssen darüber springen wahrscheinlich. Huch! Eine Kiste. Die kann man hier auf jeden Fall aufmachen, das wissen wir ja schon. Hier ist ein Viech rausgelaufen. Okay, weiter auf kriege ich es nicht. Folgen wir ihm mal. Wenn man diese Zoom-Effekte, man sieht, wie groß eigentlich alles ist, wo man längs geht, ne? Oh, hier komm ich hochklettern. Da ist jemand ausgebrochen, ist aus dem Gefängnis. Ich spiele ja mit dem Pro-Controller immer und diese Vibration links, rechts, ist ganz witzig gemacht. Okay, hier sind eine Gefängniszelle drin. Normalerweise bricht man ja aus dem Gefängnis und wir brechen einfach mal ein. Oh, ist eine Ratte. Über die Toiletten hier, würde ich sagen. Ja, und durchgehen? Oh. Okay, also ist vielleicht doch nicht für zarte Gemüter, denn man stirbt recht schnell, wie ich gerade gemerkt habe. Gut, dass ich mir das Spiel vorher nicht angeguckt habe irgendwo, sonst hätte ich natürlich sowas auch vermeiden können, aber man tot ist man tot, ne? Kann ich nicht viel machen. Was? Aber trotzdem dauert es ein bisschen lange, bis man wieder an der Stelle anfangen kann, wo man das letzte Mal war. Beziehungsweise lädt er ganz schön lang. Ah, guck mal, wir fangen direkt wieder hier an. Das ist natürlich nicht schlecht. War jetzt nicht weit weg. Wir machen mal hier. Achso, muss man hier aber die. Machen? Mach mal Licht hier. Ich muss man die auch anmachen, damit wir anfangen. Obwohl, nee. Würde ich hier jetzt nicht anfangen dürfen, ne? Den Deckel aufmachen hier? Wie die Klage rennen. Ne? Hm. Nutze R, um sich umzuschauen. Ach guck mal, jetzt kommen so ein paar Hinweise, okay. Ach, guck mal, da müssen wir die Tür mal zumachen hier. Pass mal auf. Mal die Tür mal zu. Da ist ein Schalter. Kommen wir wahrscheinlich ran, aber da können wir vielleicht die Kiste mit für ziehen.
Also wir sind auf jeden Fall auf dem Schiff, glaube ich, fast. Kann ich mir vorstellen. Perfekt, schnell durch. Oh, muss ich schnell sein. Oh, jetzt ist eine richtige. Richtiges kleine Puzzle. Physikpuzzles hier. Sieht nur so aus, oder? Hier raufgehen? Ja. Eine Wippe hier, oder? Gut. Müssen wir jetzt einfach nicht nur da so ein paar Würfel drauflegen? Genau. Und los geht's. Ich weiß gar nicht, ob ich hoch sollte, aber. Achso, da kommt man nur zurück. Da müssen wir ja gar nicht, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt immer hier bleiben, oder? Was macht man hier? Ich weiß es nicht. Dann gehen wir erstmal weiter. Kontrollieren wir den Raum, was man hier noch machen kann. Okay. Ein Karussell, hier ist ein Zug. Wahrscheinlich kann der Zug uns umfahren. Wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Da. Oh. Nein, ich wollte nicht, dass der Zug den. Okay, da müssen wir. Hier ist auch nochmal Strom. Das heißt, wir müssen nochmal den Strom ausschalten. Der Stromschalter ist ja nur da hinten. Also wir müssen wirklich da hoch. Und den Strom wieder ausschalten. Okay, aber wie machen wir das denn? Müssen wir ein paar Steine mitnehmen? Huch! Wir gehen mal hier rein, ja? Ja, es geht ja eigentlich nur, dass wir jetzt natürlich schnell sein müssen. Das hinkriegt mit der Geschwindigkeit jetzt? Ich glaube nicht. Tatsächlich. Tatsächlich kann man es schaffen mit der Geschwindigkeit, okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Was ist ein Schloss vor? Hier ein paar Klötzer. Okay, Licht scheint ich anscheinend nicht zu mögen, kann das sein? Ach, das ist das Auge da oben, okay. Ach guck mal, da sind die anderen Kinder, die wahrscheinlich abgehauen sind. Die sind dann irgendwann gestorben. Das ist natürlich scheiße. Da müssen wir dran vorbeikommen. Dass er es mitkriegt. Ich klettere mal hier hoch. Okay. Laufen wir hier mal links. Mal sehen, ob hier noch ein Rätsel zu lösen gibt. Ist nichts, ne? Wer die auf ist? Ja, doch da mal rein.
Hier gibt's nichts, ne? Also gibt's nur diese kleine Puppe da. Ich weiß nicht, ob die Puppe irgendwas zu bedeuten hat. Keine Ahnung. Was ich mit der Puppe machen kann, weiß ich immer noch nicht. Muss ich mal mitnehmen. Ja, bedeutet ja auch gar nichts. Gehen wir erstmal weiter. Ja, wer ist das denn? Er ist ein gruseliger Typ. Er ist aber gruselig. Das war nicht so cool. Der sah auch echt komisch aus, oder? Gruseliger Bastard. Was wir mit dem machen können. Gar nicht schön. So, die Ladezeiten nerven mich wirklich ein bisschen. Aber vielleicht haben wir Glück und das geht gleich alles ein bisschen schneller. So. Dann machen wir hier auf, okay. Hier rein. Okay, wir müssen natürlich uns gut verstecken können. Kommt er. Ist der gruselig. Hier liegen die ganzen Kinder. Eieiei. Aber längs, glaube ich. Ah, genau. Hier geht's längs. So einen kleinen Weg. Wollen wir mal da rein? Oh. Licht anmachen hier, ne? Soll was sehen. Huhu. Okay, ja, das war ein erster Ausblick in dieses Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch. Das werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Das sieht sehr interessant aus und macht auch echt Spaß. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss.